So, dann sag ich mal Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich bin der Zoverock und ich möchte mit euch zusammen Tavern Tycoon zusammen zocken. In dem Spiel geht es darum, wir sind ein Manager von einer Taverne. Wir sollen das Ding leiten, wir sollen das Teil aufbauen. Und wir haben natürlich Vorgaben, die wir erledigen müssen. Und es kann auch passieren, dass wir pleite gehen. Also, ne, das sollte nicht passieren. Wir starten am besten ein neues Spiel und schauen mal, wie das hier so funktioniert. Das Spielchen ist, wie gesagt, noch ein Early Access. Da wird noch dran rumgeschraubt. Das ist noch nicht fertig. Da werden noch so ein paar Sachen dazukommen, abgeändert werden. Ich hoffe nicht ganz so schnell. Und ja gut, es gibt es in verschiedenen Sprachen. Hier oben in der Ecke durch Zufall gesehen. In Englisch, in Deutsch, in Französisch, Spanisch und Koreanisch. Hier oben in der durch Zufall hat eben. Ich wusste auch nicht, wo man die Sprache ändern konnte, aber das kann man tatsächlich. Ob das auch im Spiel so ist, müssen wir sehen. So, wir starten am besten ein neues Spiel. Und das können wir hier in sehr leicht, in normal, in Challenge, in hart und in Tycoon können wir das auswählen. Wir machen mal, so zum warm werden, wir machen mal hier normal. Machen wir normal und Spiel beginnen. So. Wir fangen jetzt mal an. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Also wir sollen auf jeden Fall etwas aufbauen. Wine is wisdom. Wein ist die Weisheit. So. Ladebildschirm. Das kennen wir doch irgendwoher. Ladebildschirm. So, gleich ist los. Ich bin mal gespannt, auf was wir uns da einlassen werden. So. Sehr schön. Das Spielchen ist nicht auf Deutsch. Noch nicht. So weit sind sie noch nicht. Die haben zwar das Menü auf Deutsch, aber hier noch nicht. Okay. Wir sollen... Das ist unsere erste Taverne... Und wir sollen Tische bauen. Wir müssen eine Bar bauen, ein Guest Room sollen wir bauen, ein Gästeraum. Eine Küche müssen wir machen. Wir müssen Tische platzieren, einen Rezeptionstisch und wir müssen Angestellte einstellen. Und wir müssen auch nachher Restrooms bauen, damit die Leute sich irgendwo ausruhen können. Und natürlich auch ein Staffroom, damit sich unsere Angestellte mal ausruhen können. So, wir müssen 500, ja, Reputationspunkte haben. Also, die müssen wir haben. Und 2000 Gold müssen wir auf der hohen Kante haben. Also müssen wir aufpassen, dass wir, wir starten einfach. Wir springen mal sozusagen ins Geschehen rein. So. Wir können auch rauszoomen, das ist jetzt neu. Das war ein kleiner Update irgendwann. So. Wir sollten eine Bar bauen. So, wir machen erstmal, wir bauen hier eine Bar. Gut, wir bauen eine Bar. Wo bauen wir die hin? Wie können wir den drehen? Wie können wir das Ding denn drehen? Ach da. So können wir drehen das Teil und... Ja, gut. Wir platzieren mal die Bar hin. Wo bauen wir die denn hin? Bauen wir die mal hier so... Was war's? Wir bauen die mal hier so hin. Da so eine Bar. Zack. So. Und wir müssen natürlich jetzt Bartender. Den brauchen wir natürlich auch, einen Bartender. Da haben wir Bartender. Was haben wir denn für Typen hier? Wir haben nur eine zur Auswahl. Okay. C-Plus kostet uns 61. Den nehmen wir doch glatt mal. So. Der Bartender ist schon mal in Arbeit. Sehr schön. Was haben wir hier? Das können wir noch nicht benutzen. Können wir nicht benutzen? Okay. Exzellent. So, da oben ist noch ein Gebäude mehr. Das könnten wir auch noch benutzen. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen eine Küche bauen. Okay, eine Küche bauen. Kitchen, da ist die Küche. Wo bauen wir denn die Küche hin? Wie groß muss die denn sein? Aha, so. Pass mal, bauen wir die Küche mal... Bauen wir die Küche mal dahin. Ach nee, warte mal. So, Küche bauen. Next. Ach da, zack. So, eine Tür rein. Wir machen dann mal eine Tür rein. Eine Tür ist natürlich vorteilhaft, weil so kommen die rein und raus. So. Und jetzt brauchen wir... Aha, das ist der Küchentresen. Sehr schön. Zack. Und ein Ofen. Dann bauen wir hier mal einen Ofen hin. Ups. So. Und Finish. So. Das wäre das. Alles klar. Wir haben jetzt eine... Okay, er wird uns ein bisschen helfen, der kleine Knecht hier. Finde ich ganz gut. Sehr nett. Finde ich echt gut. Jetzt müssen wir natürlich auch Tische und eine Maid einstellen. Ja, mein Freund. Mach hinne. Wir haben doch keinen Namen für unseren Laden. Überhaupt. Good luck. Okay. So. Ein Namen. So, mach mal auf.
Wie heißt unser Laden? Ach genau. Zovas in Setname. So. Wir können immer noch nicht sehen. Warum nicht? Ach, das müssen wir wirklich genau. Ja. Zovas nochmal. Das ist unser Setname. So. Super. So, Zovas Name is going to. Ja, genau. Perfekto. Was haben wir da? Oh, was war das denn? Ach, der Ratte. Kriegen wir 10 Gold für. Super. Das finde ich doch mal sehr interessant. Sehr, 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 sehr gut. Kohle ist immer gut. So. Ach, das, da läuft die Zeit ab, wann wir aufmachen. Aha. So, wir brauchen. Pass mal auf, was haben wir denn hier? Wir brauchen Tables. 4 Stück machen wir erstmal. Gut, die bauen wir jetzt mal hin. Wo bauen wir den hin? Ich würde sagen, hier vorne, nicht so weit weg. So, 1, 2, 3. Bis vor die Tür. So, 4. So, das haben wir. Dann müssen wir natürlich erstmal. Ach, das können wir löschen. Was ist denn noch? Nein, löschen wollen wir jetzt nichts. Zone. Restroom haben wir da. Office haben wir da. Office? Mhm. Nein, ich will jetzt nichts machen. Gehen wir jetzt raus. Raus, raus, raus. So. Management. Stuff. Ach, da können wir Leute einstellen. Genau. Clerk. Clerk, hast nicht gesehen. Handyman. Handyman. Ach ja, genau. So einen müssen wir haben. Den brauchen wir natürlich. So, ein Handyman. Und wir brauchen noch jemanden. Ne, das war jetzt nicht so das gedacht. Nein, halt, stopp. Was ist das? Mails? Ready to... Good people drunk on? Klar, machen wir. Was haben wir hier noch? Need a bigger sword? Ich finde diese small... Upgrade. 5 Gold Membership. Machen wir mal. Mal sehen, was da passiert. Was da... I would like this about visiting. Ja, klar, komm rein, mein Freund. Bist immer herzlich willkommen. Alles klar, wir haben noch nicht großartig Gewinn gemacht. Aber das wird sich noch ändern. So, die beiden nochmal rausnehmen. So, können wir da raus? So. Wir brauchen natürlich noch jemanden mehr. Wir brauchen noch eine Mail. Da brauchen wir noch jemanden. So. Sie bereitet das Essen zu. Sie bereitet das Essen zu. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Weil sonst, wir wollen ja nicht, dass sie hier hungern. Das wäre ja katastrophal. So, was haben wir denn noch Feines hier? Rezeption, Bar. Eine Bar wäre noch auch noch eine Idee. Was haben wir hier? Bänke. Ach, warte, wir müssen ja noch, was haben wir? Wir müssen ja noch was anderes bauen. Und zwar Zonen. So, was haben wir denn noch? Was machen wir? Restroom. Das ist das für die Gäste. Ne, das ist Guestroom. Ja, klar. Restroom, Stuff. Stuffroom. Membership, hast du das nicht gesehen? Ein Restroom. Den brauchen wir natürlich für die Angestellten. Den bauen wir mal hier ganz dezent hier so her. Wie groß muss denn der sein? So. Restroom, bau das mal. Play Store. Ach so, eine Tür. Muss man alles wieder reingeklar. Ach, das ist ein Scheißhaus. Ach Gottes Willen, hätte ich mich vertan. Ja, es kommt vor. Passiert halt eben. Im Eifer des Gefechts kommt sowas vor. Können wir das Ding auch drehen? Ach ja, klar. So. Zack, da kommt Klo hin. Die Waschschüssel. Dahin. Super. Möffen wir mal öffnen. Dann können wir natürlich jetzt noch. Nein, das will ich jetzt wieder nicht. Wo war denn hier Toilette? Performance hast du nicht gesehen? Nein, das ist nicht das. Stuff auch nicht. Was macht der Clerk noch? Rezeption des in. Follow the guest, check out in Guest Room. Aha, das ist für ein Guest Room. Zone. Das wären die Sachen. Position. Nein, das wollen wir jetzt nicht ändern. Stuff. Das waren die Herrschaften. Wie kann ich denn noch... Ich möchte noch gerne ein paar Sachen dazu machen. Wie mache ich das denn? Kann ich das hier anklicken? Nee, geht gar nicht. Das geht gar nicht. Warum nicht? Police. Nein, nein, das ist jetzt nicht das. Search. Das ist... Ah, okay. Das ist... Wie kann ich denn noch da Toilettengeschichten dazu bauen? Stuff Podium, hast du nicht gesehen? Nee, gar nicht dabei. Schade. Warum nicht? Das wäre schon echt nicht schlecht gewesen. Restroom. Ich möchte noch gerne eine Toilette dazu. Nein, Guestroom ist es nicht.
Restroom. Nein, nein, nein. Verschwinde, mach das weg. Gottes Willen. Gottes Willen. Oh ja, das sieht ja bekümmerlich aus. Also schlimm aus. Wir müssen mal kurz auf unsere Management-Geschichte gucken. Er ist sauer. Kann er Bonus kriegen? Ach so, jetzt sind die ein bisschen netter drauf. Ach, Bonus hier. Bonus. Da können sie natürlich auch... Das gibt mehr Kohle bei den Jungs. Okay, das können wir feuern und Bonus. Wir geben dem mal Bonus. Dann arbeiten die vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht ist es das auch. So, Restroom haben wir. Warte mal, was brauchen wir noch? Zone. Wir brauchen vielleicht ein bisschen Guestroom. Stuff. Das ist für unsere Angestellten. So, jetzt haben wir es. Für unsere Angestellten. Ist ein bisschen schlecht zu sehen jetzt hier. Viermal, fünfmal. Fünf. So, das wird gebaut. Zack, Tür rein. So, da brauchen wir natürlich eine Couch. So, und ein Teppich rein. Zack. So, jetzt können die sich auch ausruhen. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Mein Gott, gleich, ich bin leicht so ein bisschen in den Schleudern gekommen. Das ist natürlich sehr schade. Da ist der erste Kunde, der erste Gast. Sehr schön. Aber es sieht ja aus wie im Schweinestall. Warum macht er nicht sauber? Warum macht er nicht sauber? So. Ach nee, wir müssen das eröffnen. So, zack. Ach, da hätten wir auswählen können. Kann man das noch irgendwie ändern? Kann ich da nachträglich noch was einbauen? Ich weiß gar nicht. Schade, geht wohl sicherlich nicht. Ach du Schande, was ist denn hier? Ah. So, was haben wir hier? Da haben wir Report, hast du nicht gesehen? Aha. Tavernkeeper. Alter, hier ist ja die Hölle los. Er will mehr Geld haben. Vergiss es. So geht's nicht. Congratulations, Apple. Zack. Ups. Kommt vorbei, Freunde. Immer ran in die Hütte. Yes, natürlich. Wir brauchen aber jetzt noch ein paar Restroom-Geschichten. Also jetzt Quatsch. Wir machen das mal weg. So. Wir brauchen für unsere Angeschlappte. Ich glaube, die erste Geschichte geht hier ziemlich Bach runter. Ich befürchte das fast. Ja, die haben alle... Alle sind entlassen. Alle raus. Okay. Management. Die Maiden. Wir haben noch die Maiden da. Sehr schön. So, die Maiden haben wir da. Wir brauchen natürlich jetzt Leute. Zone. Stuff. Bartender. Bartender brauchen wir. Ganz wichtig. Wir brauchen Bartender und natürlich hier den Handyman. Den brauchen wir natürlich auch. Der muss hier aufräumen. Management. Alle noch gut drauf. Wir geben dir ein bisschen Kohle. So. So, alle noch mehr als zufrieden. Vielleicht noch eine Maiden mehr. Maiden wäre natürlich nicht verkehrt. Ich muss mich einmal hier langsam zurechtfinden hier. Nee, klar. Wo ist die Maiden? Da ist die Maiden. Sehr schön. Du darfst auch mitarbeiten. Finde ich sehr gut. Kriegst auch einen kleinen Bonus. 80 Gold. Mein Gott. Wir haben es ja. Ist ja nicht so, dass wir hier am Hungertuch nagen. Wie kann ich denn hier... Das haben wir natürlich einen kleinen Gang da gelassen. Ganz doof gelaufen. So, wir können natürlich noch was bauen. Zone. Pass mal auf. Wir bauen hier noch mal ein paar Guest Rooms. So, und zwar hier. Ich weiß nicht, wie groß die denn sein dürfen. 3x4x5. So. Restroom. Zack. Eine Tür. Zack. Tür. Ein Bettchen rein. So. Ein Teppich rein. Und die Kiste für die Habseligkeiten. So. Okay. Zack. Nächste. Bauen wir das nächste auch gleich. Ich muss mich erst, wie gesagt, erstmal hier so ein bisschen zurechtfinden. Im Guest Room. So, da. Zack. Türchen rein. Bettchen rein. Teppich rein. So. Zack. Nächste. Ist noch ein bisschen umständlich vielleicht, eventuell, aber das kriegen wir schon hin. So. Uns geht aber auf jeden Fall die Kohle durch. Wir müssen sehen, dass wir hier ein bisschen haushalten, glaube ich. Bettchen rein, Teppich rein. Zack. Und die Klamottenkiste. So. Jetzt brauchen wir natürlich... das wäre da. Hier müssen wir öffnen. So. So, wir brauchen natürlich jetzt noch eine Reception Disc. Das müssen wir haben. Wo ist das hier? Da, das. Warte mal. Runter. So.
Das müssen wir haben. Die bauen wir mal dezent. Ganz dezent. Ich würde mal sagen, hier so her. Brauchen wir natürlich auch noch jemanden, der da vorne steht. Der Clerk. So. Zack. So. So, die hätten wir auch. Sehr schön. Ach, das ist herrlich. Ist ja herrlich. Und was haben wir hier noch? Klar, ihr dürft vorbeikommen. Immer ran in die Hütte. Auf, dass es warm wird. So, das haben wir. Okay. Yes. So, und das hier noch. Eine Gruppe von Leuten kommt auch noch. Die wollen alle uns besuchen. Das finde ich gut. Eine Bar. Wir könnten noch eine Bar bauen. Eine Zone. Warte mal, Zone ist das nicht. Was haben wir hier noch? Kitchen. Haben wir klar, das haben wir gebaut. Spa. Restroom ist klar. Staffroom haben wir fertig. Was haben wir hier noch? Research Workshop. Express Shop. Gambling Den. Alter Schwede. So, wir brauchen hier. Das, genau. Die Bar. Wir wollen nochmal eine Bar haben. So, bauen wir hier nochmal eine Bar hin. Und da brauchen wir natürlich auch noch wieder einen Bartender. Wo ist denn der gute Mann? Da. So. Wie sieht es denn jetzt aus überhaupt mit Management technisch? Seid ihr gut drauf? Er freut sich und er freut sich auch noch. Alles super, alles gut, sehr schön. Jetzt muss ich ein bisschen hinterher. Jetzt können wir rein und rauszoomen. Er ist natürlich voll wie Asche hier. Okay. Wir haben eine ganze Menge Leute. Vielleicht noch ein paar Tische bauen. Tische wäre auch, glaube ich, eine tolle Sache. Wo haben wir denn Tische hier? Ach, das sind Bänke, ein Podium, ein Feuerplatz, damit es warm bleibt. Wir haben eine Uhr. Bauen wir mal eine Uhr. Eine kleine Uhr. So. Ach, nun können wir hier vorlaufen lassen mit... Ah, das ist natürlich... Jetzt können wir schneller vorlaufen lassen. Und langsam. Ach so. Ja, ja, wir haben nicht genug Guest Rooms. Wir müssen noch mehr bauen. Wir machen das auch. Guest Rooms. So. Zack. Wupp. Eine Tür. Ein Bett. Ein Dix. Und die Klamottenkiste. Öffnen. Nächste. Guest Room. Schade. Das wird natürlich ein mördergroßes. Wir kriegen das tatsächlich. Kriegen wir es hin? Das wäre jetzt echt. Das wäre aber eine. Was war ein Bettchen. Zack. Teppich. Klamottenkiste. Und aufmachen. Und nochmal eine mehr. Vielleicht kriegen wir das tatsächlich da rein. Warte mal. So. Ey, das ist ja der Hammer. So. Tür. Bett. Teppich. Kiste. Fertig. Super. Oh, wir brauchen noch mehr die Bargeschichte. Wir brauchen noch ein paar Sachen mehr. Hier, pass mal auf die Bar. Bauen wir noch mal eine Bar mehr. So, zack. Bar. Und natürlich ein Bartender. Zack, zack. So. Und die Musik klingt auch. Also die passt wirklich wunderbar dazu. Ich finde das ja aber... Sehr schön. Gefällt mir absolut geil, das Ding. So, die kriegen nochmal einen kleinen Bonus. Die auch. Der auch sowieso. Der ist sowieso ganz zufrieden. Sehr schön. Ach, ist das herrlich. Sieht hier aus wie Schweinestall. Vielleicht sollten wir da nochmal den einen oder anderen. Handyman. Fixes Paar. Genau. Den müssen wir noch haben. Wir brauchen da noch ein bisschen zum Saubermachen, weil das sieht hier aus wie Hölle. Macht halt mal sauber, das ist ja unerträglich. Haben wir denn überhaupt genug Leute? Handyman haben wir zwei. So, der kriegt auch mal einen kleinen Bonus drauf. Ja, so, jetzt seid ihr beide alle glücklich. Ein Clerk, den haben wir einen, das ist auch klar. Reicht auch, Bartender. Ja, ja, was, wir haben nicht mehr. Vielleicht sollten wir eventuell noch, kriegen wir noch eins. Pass mal auf, kriegen wir noch einen Raum mehr hin? Mal gucken. So. Tatsächlich, wir kriegen noch einen Gastraum mehr hin. Machen wir. So. Türchen. Bettchen. Teppich und die Klamottenkiste. Dahin. So. Öffnen. So. Ach, wie herrlich. Sehr schön, das läuft. Das läuft, bis jetzt läuft das echt nicht schlecht. Wir müssen hier unten die Reputationsgeschichte auf 500 voll haben. Wenn wir das geschafft haben, tja, dann... geht es? Pay a visit. Klar, kommt vorbei. Da.
darfst gerne vorbeischauen. Da kommt noch eine Gruppe. Klar, die dürfen auch gerne kommen. Nochmal. Die Gruppe logisch immer rein. Hier, die. Was haben wir denn da gemacht? Was haben wir denn? Wir haben 575 Gold eingenommen. Das läuft. Das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Also ich glaube, wir müssen hier noch ein Handyman, wir brauchen noch einen mehr. Hier muss sauber gemacht werden, wie Hölle. Und macht hier mal sauber. Das ist ja furchtbar. Das sieht ja katastrophal aus. Die Toilette. Ich hätte da gerne noch eine Kiste mehr gehabt. Wenn ich bloß wüsste, wie das geht. Wie kann ich das ändern? Von mir. Nein! Toilette. Eine Toilette. Wir wollen eine Toilette reinhaben. So. Ups. Toilette. Aha. So, zack, zwei. Das müssen wir gleich mit Anfang an machen. Drei und noch eine mehr. Vier. Da hast du noch gar noch eine mehr rein. Ach Gott, wir haben es ja. Ist ja nicht so, dass wir jetzt nichts haben. So. Und natürlich das Waschbecken. Wieso passt das Waschbecken da nicht rein? Mach keinen Ärger jetzt. Da. Waschbecken passt auch rein. Super. Zack. Öffnen. Das Scheißhaus mit 5 Toiletten. Sehr schön. Ach, ist das cool. So, was denn? Warum wird das nicht weggemacht? Das sieht ja schlimm aus. Furchtbar. Hier ist richtig was los. Hier wird sauber gemacht. Wir haben. Haben wir genug Bartender? Ja, kurz mal schauen. Bartender 3 Stück. Was ist hier? Ach, die werden ja auch noch. Die werden ja auch noch besser. Okay. So. Voll wie Asche. Alle glücklich soweit? Blase. Okay, ihr könnt auf Klo. Also das. Alter, hier ist ja richtig was los. Mein lieber Mann. Alter Schwede. Mensch, Freunde. Die Zeit ist schon wieder durch. Ich sage mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Spielchen haltet. Was ihr davon haltet, ob ihr das weitermachen sollt oder lieber nicht. Schreibt mir das auch mal in die Kommentare. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Mensch. Hier bei Tavern Tycoon. Bis dahin, ich sag ciao, ciao.